So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 2. Ja, wir sind auf dem Weg zum Argon. Hey, wieso Argon? Du warst doch jetzt Torvus. Ja, aber wir haben jetzt einige Waffensysteme bekommen, die tatsächlich relativ interessant sind, mit der wir im Argon tatsächlich ein bisschen weitermachen können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das sollen. Wir mussten so oder so Backtracking hier in die Tempelanlagen machen. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann würde ich sagen, gucken wir uns im Argon auch gleich mal ein bisschen um und gucken einfach, ob es da ein paar Sachen gibt, die wir uns holen können. Ne? Ich meine, so ein bisschen Backtracking und Items holen ist immer eine gute Sache. Immer eine gute Sache. Ich hätte gar nicht lange gemusst. Ich hätte da einfach überspringen können. Ja gut. Irgendwann, ne? Da präge ich mir auch die ganzen Wege und was weiß ich nicht alles hier in Metroid Prime 2 ein. Also in Metroid Prime 1 ist das Problem nicht mehr so vorhanden, aber in Metroid Prime 2, ich bin immer noch, es ist für mich halt kein gewohntes Spiel. So, hier das Ding haben wir, warte mal. Darf ich jetzt mal ganz kurz gucken, wenn ich jetzt, dunkle Welt, genau. Kommen wir tatsächlich weiter. Das ist, zu verlockend. Zu verlockend. Wir haben ja im letzten Part die Zielverfolgung gekriegt. Die Split Missile, wenn man so möchte. Ich weiß gar nicht, wo wurde Split Missile genannt? Irgendwo hat man Split Missile genannt, aber ich weiß nicht mehr wo. Mit der können wir jetzt lila Türen öffnen. So welche zum Beispiel. Dafür müssen wir allerdings eine Rakete opfern und dann... Boom! Ja, coole Sache. Ja, dunkles Fanggras. Karnivore Giftpflanze zieht sich bei Gefahren im Boden zurück. Angepasst das an Ökosystem des dunklen Äthers. Aha. So. Wo können wir hier raus? Hatten wir die Neger nicht schon mal? Ruhende Ingklaue. Undurchdringlicher Finsterling im Tiefschlaf. Sehr schön. Okay, hier sind wieder unsere Lieblingsgegner. Da hinten kommen wir nicht weiter. Du kannst ruhig ein bisschen näher kommen, ist kein Ding. Ne, diese Viecher wissen wir ja, die sterben, wenn sie mit Licht in Berührung kommen. Ich habe das Gefühl, hier sollen wir noch gar nicht sein. Au, au, au. Gott. Die schieben einer richtig durch die Gegend. Ne, das ist wirklich wieder so ein Raum, der uns nicht wirklich weiterbringt. Da hinten kommen wir auch nicht weiter. Das Ding lässt sich hier nicht öffnen oder vergrößern. Undurchdringliche Hülle. Okay, das scheint mir, als wenn das irgendwas wäre, was wir später mal besuchen müssen, den Raum. Aber nicht jetzt. Okay. Gut zu wissen. Also. Das Fanggras immer wegschießen, ansonsten kriegt man Schaden. So. Ansonsten ist hier nichts mehr, was wir machen können. Da hinten war ja ein Missile-Container. Gut, dann gehen wir zurück. Zack. Entschuldigt übrigens, dass ich jetzt hier so die ganze Zeit hin und her gucke. So spiele ich komischerweise Metroid. Ne, also ich spiele nicht erst irgendwie das gesamte Spiel durch und mache dann Backtracking, sondern ich mache immer so zwischendurch Backtracking. Das ist halt so eine Sache bei mir. Damit ich möglichst gut vorbereitet bin auf die nächsten Gebiete. Verziehen Sie sich. Nö. Wir wollten ich renne in die vollkommen falsche Richtung, oder? Transporter zum Ödland von Argon. Ich bin voll dran vorbeigerannt. Naja, okay. Zwei Räume. Das geht. Okay. Die hören sich aber auch komisch an, ne? Falsche Tür. Wie gesagt, irgendwann kriege ich das noch rein, wo ich lang muss.
Verzeihen Sie mir. So. Zack. So, und welche Tür muss ich jetzt nehmen? Okay. Ach ja, klar. Direkt die da unten. Da die Tür. So. Wir kommen unserem Ziel schon näher. Unserem inoffiziellen Ziel. Weil eigentlich müssen wir ja in Torvus weitermachen, aber ich möchte jetzt mich erstmal in Argon ein bisschen umgucken. Und dafür geht's abwärts. Hui. Die Ladebildschirme bei Metroid sind schon teilweise echt cool. Ja, das lädt so schnell. Krass. Na gut. Ich habe ja auch keine HDD mehr angeschlossen an der Wii U. Sondern ich habe ja inzwischen eine SSD gekauft. Die habe ich tatsächlich nur für dieses Spiel gekauft. Glaubt das denn? War teuer. Vor allem die habe ich ja wirklich zu einem Zeitpunkt gekauft, wo die noch sehr teuer waren. So, in der Mitte da oben. Aber da kommt man noch nicht lang, weil da ist doch dieses Gitter, ne? Mhm. Und hier wäre auch ein Portal im Normalfall. Was jetzt nicht mehr da ist. Interessant. Gut, dann gucken wir einmal da lang. Hier. Ah, nee, da. Oh, direkt uns gegenüber. Das könnte interessant sein. Das sieht mir nämlich fast so aus, als wäre da irgendwas Mittelcontainerartiges oder so. Da. An der Speicherstation vorbei. Wo wir auch mal kurz speichern. Bisschen Leben auffüllen. Das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Ich werde an jeder Speicherstation, an der ich vorbeirenne, werde ich erstmal speichern. Damit ich nicht nochmal dieses Problem habe, dass ich versehentlich dann sterbe. Oder aus eigener Dummheit. Was auch versehentlich war. Und den ganzen Weg wieder zurückrennen muss. Habe ich keine Lust drauf. Nein, nein. So. Also stimmt, da war was. Aber dadurch, dass wir jetzt den Boostball haben, geht das alles schön schnell. So. Nächster Raum. Okay. War der nächste Raum nicht sogar eine Halfpipe? Jo. Können wir jetzt dank dem Boost... Ah, hier ist auch irgendwo noch ein Schlüssel. Wow. So voll aus der Mitte. Kamera macht halt nicht so ganz mit, wie ich möchte. So. Was haben wir hier hinter? Transporter wohin? Sumpf von Torvus. Das ist jetzt interessant. Okay, also hier geht's nach Torvus zurück. Das wollen wir aber noch nicht. Da oben ist das Portal. Wisst ihr was? Das machen wir einfach mal ganz kurz. Das war falsch. Ey, die Kamera ist ein bisschen merkwürdig hier. Nee. Das ist ein höher. Ja. Sehr schön. Dann gehen wir hier nämlich einmal ganz kurz in den dunklen Argon. Da müsste nämlich theoretisch gesehen irgendein Schlüssel sein. Aber ich weiß nicht wovon. Es könnte sein, dass es einer der Gesamtschlüssel ist, die man hat. Weil am Ende des Spiels müssen wir ähnlich wie... Oder ein Missile-Container, den bin ich auch mit zufrieden. Ach, dann haben wir den... Ha. Ich war echt der... Oh. Oh. Okay, wir könnten durch das Portal zurück. Wir könnten... Da ist auch noch ein Portal. Da müssten wir aber da durch. Könnten wir theoretisch gesehen auch machen. Ah ne, das bringt uns ja nichts, weil da war ja nichts. Stimmt. Aber da ist doch das Gitter, wo wir nicht durchkommen. Das macht keinen Sinn. Gehen wir halt erstmal den normalen Weg. Oder? Ja, bleibt da nichts anderes über. Da ist ja dieses, wie gesagt, dieses komische Gitter, wo wir nicht durchkommen. Ach komm, hört auf zu nerven. So. So.
So. Achso, ich habe den Kristall überladen. Deswegen sind die gestorben. Okay. So. Einmal das Portal aktivieren, zurück in den hellen Äther, dann gehen wir zum Tempel von Torvus und von da aus gehen wir den Weg, den wir nicht gehen konnten. Und theoretisch gesehen müssten wir sogar auch nochmal zurück zur Piratenfregatte, beziehungsweise zur Basis der Piraten, denn da war ja auch noch eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Oh, so viel offen für uns. Und wie gesagt, ich gehe blöderweise verstärkter... Aha, da sind die Nester. Ich gehe blöderweise verstärkt davon aus, dass wir hier viel zu früh sind. Wir werden wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Spiels hier nochmal überall durchrennen müssen und ich mache das jetzt schon. Und das wird uns nicht sehr viel bringen. Aber egal, probieren gilt über studieren, nicht wahr? Und wie gesagt, dadurch, dass das Let's Player mehr oder weniger eh semi-blind ist und ich die Metroid-Spiele halt meistens so durchspiele. Ja, ich brauche immer ewig. Aber wenn ich sie dann einmal durchgespielt habe, ne, dann geht's ab. Die hat man schon. Ach, wisst ihr was? Was soll der Geiz? Gigantische Explosion. Und Selbstmordattentäter. Aua. Die haben jetzt mehr Schaden gemacht, als ich erwartet hatte. Hier ist immer noch die Weltraumpiratenmusik. So. Tempel von Argon. Zu unserer Linken. Zack. Genau da wollen wir auch hin. Oh, Sturzsegler. Sturzsegler. So. Da sind wir wieder. Also war hier ja eine Stelle, wo wir mit dem Darkbeam und dann konnten wir da als ja, als Morphball durch. So, das werden wir jetzt auch nochmal machen, aber jetzt haben wir auch die richtige Waffe, um die Tür zu öffnen, die uns am Ende dieses Tunnels erwartet. Au. Au, au. So. Müssen wir nur ein bisschen weiter zurück. Also, dass man jedes Mal eine Missile abfeuern muss und die dann weg ist, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten geht's. So, was haben wir denn hier? Okay, also das ist eine Sache, da kann ich mich absolut null dran erinnern bislang. Bohrgerät für den industriellen Einsatz. Die Weltraumpiraten versuchen offenbar, das Gerät in eine Waffe umzubauen. What the fuck? Das sieht doch aus wie eine kinetische Kanone, oder? Okay. Hui! Achso, damit komme ich hier wieder hoch. Ja, gut. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, das wird ganz schön wehtun, wenn ich den anmache. Luminod war blind, vermutlich von Geburt an. Beschädigte kybernetische Seeeinheit vorhanden. Es handelte sich um ein Modul zur akustischen Bildsynthese, mit dem der Luminod die Welt um ihn herum sehen konnte. Oh. Was ist das? Dentium. Ja gut, wir haben keine Powerbomben, um Dentium zu zerstören. Ich glaube wirklich verstärkt, wir sollen hier noch gar nicht hin. So ein ganz dumpfes Gefühl zu wissen, wo wir hier sind, aber dann sollen wir hier definitiv noch nicht sein, wenn ich mich recht erinnere. Dann ist das hier nämlich Endgame. Oder? Gott, ey. So. Ja, ich will mich trotzdem ein bisschen umgucken. Ist alles so interessant. Jo, hat's gebracht. Da oben. Was ist das? Dark Burst. Ach. Du glaubst nicht. Da ist tatsächlich ein Portal. Okay. Aktivieren wir einfach mal die Bombenmulde. Mal gucken, was passiert.
dreht sich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das was bringt. Doch, es bringt was. Das geht jetzt hoch. Ach, und das hat das Portal. Okay. Gut zu wissen. So, euch kann ich doch bestimmt auch schon scannen. Jo. Unsere Studien der Ingen deckten dunkle Energie als Ursprung ihrer Angriffe auf. So bauten wir Waffen, um diese Energie zu nutzen. In der vagen Hoffnung, feindliche Ziele überladen und eliminieren zu können. Schon bald wurden wir unseres Irrtums gewahr. Ob der geringen Wirkung, welche die dunkle Energie auf die Ingen ausübte. Dies brachte uns dazu, eine Waffe zu erschaffen, die das Licht nutzen würde. Denn diese Waffe würde die Ingen mit vernichtender Kraft treffen. Ja, das haben wir ja gesehen, dass dem so ist. Mehrfach. Gut. Dann können wir hier jetzt in ein dunkles Portal. Dürfte auch interessant sein. Boom. Damit wir da oben an den Waveburst kommen wahrscheinlich. Irgendwas wird da schon funktionieren. Okay. Ich hing an irgendeiner unsichtbaren Mauer fest. Guten Tag. Ein toter Luminot. Nutzen die Ingen dieses Gebiet, um Übergangsriten zu vollziehen. Junge Ingen suchten dabei den Kampf gegen erbitterte Gegner, um ihre Eifer zu beweisen. Vermutlich war dieser Luminot einer ihrer zahlreichen Gegner. Also sind wir hier mehr oder weniger in so einer Arena, oder was? Nachtbar. Die hatten wir schon. Öfters sogar. Jetzt ganz normal hoch. Da ist das Portal. Da ist eine Tür. Da könnten wir durch. Okay, aber wir kommen hier von hier aus gesehen nicht mehr zurück. Das ist alles irgendwie verwirrend. Okay. Das hat super funktioniert. Ich bin irgendwo hängen geblieben. So, ich habe aber gerade tatsächlich so ein kleines bisschen das Gefühl, dass das eventuell doch nicht... Obwohl... Naja, wir brauchten den Boostball. Okay. Au. Ich bin zutiefst verwirrt, muss ich einfach gestehen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, was ich hier machen soll. So, hier ist das Portal in den hellen Äther. Ach ja, okay. Also musste man einmal einen Exkurs hierhin machen, damit man von hier aus wieder zurückgehen kann. Das ergibt wieder Sinn. Ergibt das Sinn? Bedingt. Hi. So. Jetzt können wir nämlich auch den Weg gehen, den wir hier vorher nie gehen konnten. Ach komm. Eine Musik hier finde ich irgendwie ein bisschen gruselig. Irgendwie ein bisschen unbehagen. Aber die war, glaube ich, hier die ganze Zeit so, ne? Ach, guck mal. Darkburst. Ich glaube, ich habe den im ersten Let's Play auch geholt, ne? Weil ich meine, ein Part hieß ein schwarzes Loch zum Mitnehmen. Darkburst erhalten. Diese gewaltige Attacke verbraucht jeweils 5 Missiles. Unter Verwendung des Darkbeams zum Aufladen A gedrückt halten. Bei maximaler Aufladung nach unten drücken, um zu feuern. Zusätzlicher Daten an 2 drücken, um das Inventar aufzurufen. Ja, damit können wir jetzt ein schwarzes Loch erzeugen. Und wisst ihr was? Machen wir auch gleich mal. Fertig. Schon ordentlich, oder? So, hier, das bringt uns aber überhaupt nicht weiter. Aber es ist immer noch Musik von
Gefahr. Aber wieso? Hier ist nichts weiter. Hä? Da hinten ist noch ein Gang. Ja, das ist auch das, wo wir das Dentium kaputt machen müssen, ne? Ich guck mal kurz. Ja, genau in die Richtung. Konnte ich hier eben gerade irgendwie durchgucken? Nee, da brauchen wir definitiv die Powerbombe. Ich glaube, bis wir die kriegen, das dauert noch. Das wird noch ein Weilchen dauern. Gut. Dann würde ich fast sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zur Basis der Piraten. Und gucken da die eine Tür, die wir nicht öffnen konnten, was sich dahinter verbirgt. Und danach gehen wir zurück nach Torvus, denn wir haben ja jetzt auch einen neuen Weg nach Torvus aufgemacht. Den können wir dann eigentlich hoffentlich benutzen. Ich hoffe, wir kommen nicht in einem anderen Gebiet raus, wo wir noch gar nicht sein sollten. Sondern wir können das einfach als Abkürzung nehmen. Ich hoffe es. Au. So, und wieder raus. Ich weiß gar nicht, was wir hier geholt hatten. Ich meine, es war eine Munitionserweiterung. Irgendwie sowas. Könnte sein. Zoom raus. Gut, das merken wir uns. Da brauchen wir Dentium. Und hier oben ist diese Tür. Oh, natürlich am Arsch der Welt, ey. Okay, wenn wir darum gehen, da hätten wir da sogar theoretisch gesehen noch eine Speicherstation, die wir mitnehmen könnten. Ja gut, erstmal müssen wir eh dahin. Das wird ein bisschen dauern. Ja, ich gucke schon wieder, wo die nächste Speicherstation ist, wo wir dann speichern können, um den Part zu beenden. Ich merke nämlich auch langsam wieder, mir tut der Hals weh. Das ist halt die Sache, wenn ich längere Zeit aufnehme, ne? Das wird jeder verstehen können. Aua. Der mal ein bisschen längere Monologe hält. Irgendwann tut einem einfach der Hals weh. Das ist dann so trocken und unangenehm und... Ach ja, komm. Weltraumpiraten. Wollt ihr auch ein schwarzes Loch ins Gesicht kriegen? Wahrscheinlich nicht. Also bleibt mal ruhig. So. Darkbeam-Munition haben wir noch vergleichsweise. Ach Quatsch, was mache ich denn? Ist auch gar keine Lightbeam-Tür. So. Okay, wir kriegen keinen Angriff. Sind wir hier schon rübergegangen? Irgendwas war da doch, ne? Was wir machen wollten. Aber da konnten wir noch nichts machen. Ah, doch, da konnten wir was machen. Das hatte ich schon. Ja, doch. Haben wir alles schon gemacht. Ah, ich bin so verwirrt teilweise. So, ich versuche mal von hier aus. Nee. Schade. Schade, schade, schade. So, gut, dann versuchen wir. Hoppla. Bisschen Darkbeam-Munition. Obwohl, eigentlich bringt uns das in der hellen Welt auch sogar viel mehr als die Lightbeam-Munition. So. Außerdem brauchen wir es, um hier unten durchzukommen. Na toll. So, da oben ist wieder ein Pirat. Natürlich, ein Grenadierpirat, der sich nicht anvisieren lässt. Durch den ich durchschieße. Ins Gesicht. Auch. Sehr schön. So, dann gehen wir hoch. Gehen zur Speicherstation. Oder gehen wir erstmal an der Speicherstation vorbei? Ach, ich weiß sogar, welcher Raum das ist. Das ist cool. Nee, warte mal. Wenn ich da lang gehe, da ist. Sind die Metroids, ne? Ach, scheiß drauf. Also, das war das. Hüpf. So. Vorsicht, Metroiden. Die einzig richtige Aussprache. Metroid. Das war damals in der Werbung von Super Metroid.
wurde Metroid Super Metroid. Jetzt für den Super Nintendo. Für das Super Nintendo Entertainment System. Das sind ja Mini-Metroids. Metroid-Kokon-Behältnisse unterbringen junger Talon-Metroids. Die sind ja fast schon niedlich. Junger Talon-Metroid. RAM-Attacke verursacht geringe Schäden, mutiert zu einer tödlichen Variante, wenn Phason ausgesetzt. Okay. Die machen also keinen Schaden, es sei denn, sie rammen uns. Dann gibt's mal ein kurzes Aua. Hatte ich nur mitgerechnet. Okay, vielleicht sollten wir die Kokons zerstören. Es hat sich Phason ausgesetzt. Wenn es aufgeladen ist, bringt das nichts. Gut, bevor ich hier jetzt weiter Zeit vergeude. Wieso wächst hier jetzt eigentlich gerade Phason? Wo kommst du denn her? Tot. Verderben. Explosion. War das Phason hier immer schon so ausgelaufen? Ich weiß das nicht. Oh, hi. Au. So. Ich wollte nur eine Etage höher und dann sind wir schon da, wo wir hinwollen. Wobei eine Etage höher wollen wir nicht mal. Wir wollen auf derselben Ebene bleiben. So. Also schön, dass der Part jetzt mal wieder ein bisschen länger wird, wa? Mit Absicht. Nee, nicht Lightning Beam. So. Das gefällt mir gar nicht. So. Wieso ist hier alles kaputt gegangen? Das war beim letzten Mal noch nicht so. Müssen wir jetzt alles neu aktivieren? Oder lässt sich das gar nicht mehr aktivieren, weil alles kaputt ist? Das möchte ich mal rausfinden. Okay, das muss alles neu aktiviert werden. Es wurde also deaktiviert, als wir hier waren. Aber die Position ist geblieben. Sehr schön. Da komme ich gar nicht rüber, ne? Spider-Ball. Okay. Müssen wir da mit dem Spider-Ball hin? Weil es sah mir fast so aus. Ja, dann komme ich da nicht hoch. Das ist doch kacke. Warte mal. Nein. Falsch. Was ist das denn? Positions... Ja, Alpha. Sehr schön. Noch ein tiefer. Damit haben wir zwei. Dann mache ich den in der Mitte nämlich auf 3 runter. Etwas Glück. Nee. Nee. Ich hatte gehofft, dass ich so eventuell darüber springen kann, aber das wird nichts. Gut, dann lassen wir das. Dann müssen wir hierhin zurück, wenn wir den Spider-Ball haben. Ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Weil hätten wir uns den Weg hierher nämlich tatsächlich sparen können. Na gut. Rechnet man nicht mit. Aber dann glaube ich zu wissen, was man da oben bekommt. Ja, hätte klappen können. Ein bisschen Ehrgeiz muss man ja trotzdem zeigen, ne? Ja gut, dann müssen wir definitiv mit dem Spider-Ball hin. Auch wenn ich mich frage, wie wir da hochkommen sollen, dann... Es wäre jetzt kein Problem, wenn man das runterfahren könnte, dann wäre man nämlich ungefähr auf einer Ebene, ne? Dann könnte man da einfach so easy peasy drüber springen. Es sei denn... Wenn das funktionieren würde...
Das müssten wir aber im nächsten Part probieren. Dann wäre nämlich meine Idee, wenn das nämlich gespeichert wird, auf welcher Position die sind, dann könnten wir theoretisch gesehen die Position den einmal runter machen, dann gehen wir durch die Tür raus, gehen einmal im Kreis und kommen dann bei der Tür wieder rein. Und dann dadurch, dass ja dann alles hier gespeichert worden wäre, dann könnten wir da rüber. Aber das werden wir im nächsten Part probieren. Und wenn das nicht klappt, dann gehen wir zurück nach Torvus. Ich hoffe, das ist euch genehm? Ach hier, ja, natürlich. Ich erinnere mich. So. Zack. Dann ist hier nämlich die Speicherstation. Wir probieren das im nächsten Part einmal, indem wir einmal gegen den, mit dem Uhrzeigersinn mit. Kommt auf die Ausrichtung der Karte an, ne? Indem wir nämlich hier das machen, was ich gesagt habe, dann gehen wir hier einmal rum, kommen hier oben wieder raus, hoffentlich. Ich hoffe es. Ich glaube, da komme ich gar nicht durch, ne? Alles so kompliziert. Ja, dann versuchen wir da in den Raum zu kommen. Ich glaube, da ist nämlich die Erweiterung für den Lightbeam. Und dann... Wo war der Transporter nach Torvus? Hier. Und dann gehen wir nämlich hier hin zurück nach Torvus. Und würde mich allerdings mal interessieren, wo genau wir dann da rauskommen. Kann ich das jetzt schon auf der Karte sehen? Tempelanlagen Torvus. Wahrscheinlich hier. Zum großen Tempel. Transporter zum großen Tempel. Hey! Warte mal. Sag mal. Weltkarte. Ja, dauert jetzt einen kurzen Moment länger. Großer Tempel. Halle der ehrwürdigen Toten an. Das ist nicht das, was wir wollen. Land von Argon. Ah ne, ich bin ja gerade in Argon. Idiot. Falscher Knopf. Mal wieder. Wenn das natürlich großer Tempel heißt, dann lache ich mich kaputt. Transporter so... Großer Förderhof? Tempel von Argon? Wo ist denn dann der große Tempel? Nee, warte mal, das ist der Eingang zum Torvus. Wo würden wir denn rauskommen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein neues Gebiet. Naja, wir gucken uns das im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar und ich sag tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi. Bye!